Ja, in Vorarlberg ist jetzt ein Fall aufgetaucht. Da hat sich ein Bürgermeister bei der Corona-Impfung vorrein lassen und sich schon impfen lassen. Was sagen Sie dazu? Jein, ich bin zwiegespalten, ganz ehrlich. Einerseits sei es ihm vergönnt, aber andererseits wieder sollen die, die was wirklich an der Front oder im Freien draußen wirklich, wirklich notwendig hätten, Priorität haben. Wie Sie zum Beispiel jetzt mitunter auch, weil Sie auch wirklich mit Menschen arbeiten, tagtäglich auch, berufsbedingt. Ja, bei mir im Training mit AMS-Kontext, ja, wäre es auch nicht schlecht. Also wir sind ja ähnlich wie die Schulen im Prinzip, vom, also auf Abstand und so weiter. Nur dass unsere Gruppen teilweise in kleineren Räumen noch sind mit, ja, Schulklassen sind auch nicht gerade groß, aber unsere auch nicht. Ja, wobei die Impfungen, ich bin generell schon für die Impfung, aber es soll schon irgendwo jetzt noch, sage ich mal, ja, Priorität, das wäre das falsche Wort, weil jeder setzt die Prioritäten ja komplett anders wieder. Ja, es ist schon schlimm, weil Skandal würde ich es nicht bezeichnen. Es ist menschlich, aber unverständlich und gerade für einen politischen Menschen, der uns vertreten sollte und dann die Impfungen wegnimmt, nicht verständlich. Nein, Skandal ist es nicht, aber man soll zuerst einmal die älteren Menschen vorlassen, die jetzt wirklich, die im ersten, also im ersten, die krank sind, die sollen zuerst sein. Und dann sollten wir, die ein bisschen stärker oder die Immunsystem haben, wo wir jetzt gesund sind, erst dann sind wir zuletzt. Nur weil er Bürgermeister ist, heißt das jetzt nicht sofort, dass er dran ist. Also das finde ich nicht in Ordnung. Auch für alle, die jetzt diesen Vorrang haben, die Geld in der Tasche haben, man soll sich jetzt nicht jetzt wirklich kaufen sollen, sondern die, die jetzt die Schwächsten, sollen wir in erster Linie die lassen, die Älteren und diejenigen, die wirklich jetzt extrem krank sind. Absolut ja. Skandal. Ich finde auch, das ist ein Skandal, das gehört nicht, das ist Korruption, das gehört bestraft. Also der sollte eigentlich zurücktreten. Sie sind gegen Impfprivilegien bei Politikern und Konsequenzen? Und Konsequenzen, natürlich, ja. Ja. Also so ein Rücktritt, das würden Sie sich erwarten? Rücktritt oder auf jeden Fall keine faulen Ausreden, sondern man sollte sich wenigstens entschuldigen, dass er einen Fehler gemacht hat, weil es ist ja offenbar so gewesen. Ich weiß schon, der Impfstoff ist heikel und muss verimpft werden, aber angeblich hat ja diese Ärztin gesagt, dass es sehr wohl alte Menschen gab, die auf den Impfstoff gewartet haben und er hat aber, er wurde mit, ich weiß nicht, 60 Jahren oder was bevorzugt, das geht nicht, ja. Ja, ja, finde ich auch, ja. Absolut, ja. Das geht nicht, ja. Und es gibt sicher genug alte Menschen, die das viel mehr gebraucht man hätten. Man muss ja an die vereinbarten Impfstrategien halten, das geht nicht. Ne? Ja. Natürlich, es sollte gerade in so einer Phase, wo wir jetzt sind, keine Privilegien geben, wie auch sonst nicht, wenn wir so im normalen Leben stehen. Könnte man es vielleicht auch genau umgekehrt machen? Vielleicht sollten sich alle Politiker, Politikerinnen gleich einmal zuerst testen lassen. Wird ja auch in manchen Ländern so gemacht. Mit dem Impfstoff ist ja auch noch nicht so sicher. Ja, testen natürlich, aber impfen ist eine andere Sache. Ne? Also testen sollten sich alle und als Vorbild wirken natürlich, aber impfen sollte man schon die Reihung einhalten, die fixiert wurde. Wenn sie dran sind, dann sollen sie dann kommen. Genau wie Sie gesagt haben, zuerst sind die Pensionisten, dann sind die Mediziner dran, die Pfleger und dann sollten wir dann sein. Also jeder, der jetzt zuerst drankommt, so wie es gesagt wird im Fernsehen, so sollen sie auch nach dem System auch gehen. Also ich würde mich jetzt auch impfen lassen, wenn es jetzt gehen würde. Aber das heißt, wir sind noch nicht dran. Heißt das jetzt genauso? Aber Sie meinen also, es sollte keine Privilegien für die Politiker und Politikerinnen geben? Finde ich jetzt nicht unbedingt, weil genau das macht ja irgendwo das ganze Bild irgendwie noch schlechter und rückt das Ganze ins negative Licht irgendwo mehr, als es eh schon ist momentan aufgrund dem Ganzen hinher. Erst dauert so lange, dann geht es so schnell und so wieder. Und dann genau die was an der Quelle quasi sitzen, rein theoretisch irgendwo, sind die Ersten. Das hat mich ein bisschen. Oder soll es vielleicht doch genau umgekehrt sein? Vielleicht sollten die Politiker sich alle zuerst impfen lassen. Mit der Impfung ist ja auch noch nicht so eine sichere Sache. Wobei ich vertraue der Wissenschaft schon sehr im Grunde und da habe ich jetzt keine Zweifel, dass es schlecht wäre, der Stoff ist. Weil es wurde schon lange geforscht und aufgrund der Situation wurde es natürlich ganz beschleunigt im Endeffekt, weil die Ressourcen mehr freigegeben wurden als normalen Umständen bei normalen Impfstoffen. Normalerweise sind ja die Hürden und Hindernisse ja viel größer für den bürokratischen her und Vorgängen und so weiter im Hintergrund, die halt auf viele sehr verzögern. Aber jetzt, wo die ganze Welt zusammengearbeitet hat, hat man ja gemerkt, es kann auch schneller gehen. Und der Impfstoff, der ist ja schon länger in der Forschung in Wirklichkeit, nicht seit gestern in Wirklichkeit. Wenn man es ein bisschen
Wenn es die Möglichkeit theoretisch gäbe und Sie könnten auch etwas bezahlen, damit Sie schneller die Impfung bekommen, wie viel wären Sie bereit zu zahlen? 50, 100, 1000 Euro? Ja, ich denke, dass gerade in Zeiten einer Pandemie Geld keine Rolle spielen darf und daher auch nicht käuflich sein darf, die Impfung. Also reine Prioritätenreihung, die Älteren, die betroffenen Leute in der Infrastruktur und so weiter, da sollte man sozusagen strikt vorgehen. So wie es die Medizin für notwendig hält. Ich würde, glaube ich, schon, wenn das ginge. Ich wie viel? 50, 100, 1000 Euro? Das weiß ich nicht. Also 1000 vielleicht nicht, aber ja, 50. Aber es ist halt auch so, ich möchte mich da auch nicht vordrängen, auch mit der Bezahlung nicht. So ist es nicht. Aber wenn die Möglichkeit wäre, die auch in Ordnung ist, ja, warum nicht? Aber nicht, dass ich mich da jetzt profitieren will und jemanden in den Hinterrücks stelle, der das mehr braucht, ja, das nicht. Also alles soll seiner Reihe nach gehen und zuerst die Gefährdeten. Ja, ich meine, ist natürlich, der Impfstoff ist ja jetzt knapp, es ist was anderes. Wenn wir vielleicht nächstes Jahr reden, okay, dann kaufe ich mir den. Ne? Aber jetzt ist es ja ein knappes Gut und soll an die verimpft werden, die es am dringendsten brauchen. Und dafür gibt es ja eine Strategie. Vor allem, dass das Gesundheitspersonal geimpft ist und das Pflegepersonal. Ich finde, da sollte man natürlich auch mehr Marketing machen, weil was man jetzt so hört, sind gerade in den Pflegeheimen die Pfleger und Pflegerinnen eigentlich sehr kritisch gegenüber den Impfungen. Und da sollte man vielleicht mehr Aufklärung machen. Also wenn ich jetzt sehe, dass mir jetzt die Impfung hilft, und dass ich jetzt nicht an so einer Pandemie sterbe. Und die Impfung ist wirklich jetzt in vorangekommen, dann würde ich die Impfung nehmen. Das ist keine Frage. 30 Euro maximal zahlen? Maximal 30 Euro, weil ich ein Arm bin, ich bin nicht reich. Letzte Frage, was sollte man eigentlich jetzt mit Politiker, Politikerinnen machen, die sich eben nicht dran halten, sich jetzt schon impfen lassen, Privilegien ausnutzen? Sollten die zurücktreten oder was macht man da? Zurücktreten würde ich nicht. Das ist eine, also wir, das ist jetzt wirklich ein sehr viel. Aber man soll nicht zuerst, wenn ich jetzt eine Politiker bin, stellen Sie sich vor, ich bin jetzt Politiker und sage ich, zuerst rede ich zu viel, man soll der und der sein und ich bin zuerst dran. Also das kann nicht so sein. Also ich stelle mich jetzt als Politiker hin und sage ich zuerst kommen die Pensionisten, dann kommt der Nächste dran und ich habe mich schon geimpft, bevor die Nächsten, die anderen, dann würden sie sich alle so jetzt einmal nicht einmal an diese Regel halten. An die Regel muss ich mich halten, wenn ich jetzt so rede, dann muss ich die Regel auch behalten. Ist sowas eigentlich zum Beispiel ein Rücktrittsgrund? Naja, ich würde meinen, menschlich ja und gesellschaftspolitisch ja. Es gibt aber über jeden Politiker übergeordnete Instanzen und die sollten halt dementsprechend entscheiden. Aber wenn es keine Konsequenzen gibt, dann muss sich ja keiner dran halten, weil wir normalen Leute, wir werden ja auch gekündigt oder entlassen. Warum ist das bei Politikern nicht? Das ist wahr, dann soll er eine Warnung bekommen zuerst, bevor er jetzt einmal auch wirklich, weil ich weiß, was heißt auch in der Arbeit, wenn man auch seinen Job verliert. Aber eine Warnung wäre nicht schlecht für das nächste Mal, dass er jetzt einmal daraus was lernen soll.